wie ich verhüte? Durch meinen Oberarm. What? Wir bei Dr. Sex haben schon ganz viel über die wunderbare, bunte Vielfalt der Welt der Verhütungsmittel gesprochen. Sei es die Pille oder Kondom oder Spirale oder sogar Diaphragma. Aber habt ihr schon etwas gehört von etwas, das nennt sich ein Verhütungsstäbchen? Heute erkläre ich euch, was das Verhütungsstäbchen ist und ob es Vorteile bringt, Nachteile und ob es was für dich ist. Das Verhütungsstäbchen sieht so aus. Also es ist so 4 cm lang und ungefähr so 2-3 mm breit. Und das enthält ein Hormon, das nennt sich ein Gestagen, also quasi ein Gelbkörperhormon, was über das Stäbchen in den Körper abgegeben wird. Es enthält kein Östrogen, also es ist im Prinzip wie die Minipille, nur dass man es nicht schluckt, es wird über das Stäbchen abgegeben. Das funktioniert so, dass man es in so einen kleinen Mini-Eingriff einlegt unter die Haut. Dann macht man eine kleine lokale Betäubung und mit so einem kleinen Eisen schießt man das da rein. Manchmal macht man noch so eine kleine Hautnaht drüber und das war's. Die Verhütung läuft für 3 Jahre. Und ist an für sich eine sehr zuverlässige Geschichte. Was ganz Tolles an dem Verhütungsstäbchen ist, dass es einen sehr, sehr hohen Schutz gibt gegen Schwangerschaft. Es hat einen sehr, sehr niedrigen Pearl-Index. Und je niedriger der Pearl-Index ist, desto besser. Und er liegt bei 0,1. Das bedeutet, von 1000 Frauen wird eine mal schwanger innerhalb eines Jahres, also 365 Tagen. Warum ist das Hormonstäbchen so sicher? Es liegt auf der Hand, es gibt keine Einnahmefehler. Also es gibt nicht wieder bei der Pille, dass man es vergisst zu nehmen. Es ist kein Problem, wenn du zum Beispiel ganz viele Langstreckenflüge machst, irgendwie mit Zeitverschiebung, bla bla bla. Es gibt keine Einnahmefehler beispielsweise oder dass es vielleicht wieder rausbricht oder dass du bei Magen-Darm-Problemen so starken Durchfall hast oder dass es mit irgendwelchen Medikamenten da irgendwie kreuz reagiert. Es ist also, du hast eine stabile Hormonzugabe und deswegen ist es sehr, sehr sicher. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Periode verändert unter dem Hormonstäbchen. Und zwar wird die Blutung schwächer und es kann auch sein, dass sie seltener kommt auch. Und bei manchen Frauen hört die komplett auf. Und viele Frauen feiern das und sagen, Gott, ich brauche die Periode nicht haben, die stört mich nur. Und gerade auch viele Frauen, die zum Beispiel schmerzhafte Regelblutungen haben, sind auch sehr, sehr, sehr froh, wenn das vom Tisch ist. Das Verhütungsstäbchen ist zum Beispiel auch etwas, eine Alternative für Frauen, die nicht mit Östrogenen verhüten können. Das sind zum Beispiel Frauen, die schon mal eine Lungenembolie hatten oder schon mal eine Thrombose hatten beispielsweise, die einfach also aus gesundheitlichen Gründen nur mit einem Gestagen verhüten dürfen. Das Hormonstäbchen aber hat aber leider nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nachteile. Und eins davon kommt gerade dadurch, dass es keine Östrogene enthält. Das Östrogen, was es nämlich auch macht in der Pille, ist, dass es den Zyklus stabilisiert. Also das heißt, es schützt uns eher mal vor Zwischenblutungen. Diesen Schutz haben wir nicht bei der Minipille und diesen Schutz haben wir entsprechend auch nicht beim Verhütungsstäbchen. Das heißt, es kann sein, dass du dir das einsetzen lässt und denkst, juhu, jetzt wird alles super und dass du nur noch Schmierblutungen hast, Dauerblutungen oder dass die Periode sehr lange dauert, weggeht, nach 2 Tagen wiederkommt, wieder aufhört und so weiter. Und bis sich das einpendelt, da können 6, 7, 8 Monate vergehen und das kann extrem nerven. Das Hormonstäbchen hat aber auch andere Nebenwirkungen, über die wir reden müssen. Eins davon ist beispielsweise Akne. Das ist ganz typisch, dass Frauen Pickel kriegen im Gesicht oder auf dem Rücken. Das kann total nerven. Wiederum andere Frauen verlieren ihre Haare, also kriegen Haarausfall. Viele Frauen berichten über Gewichtszunahme, was natürlich sehr, sehr stressig sein kann. Weitere unerwünschte und leider auch häufige Nebenwirkungen des Hormonstäbchens sind Libido-Schwankungen bzw. Libido-Absenkung, dass man gar keine Lust mehr hat auf Geschlechtsverkehr oder aber auch Stimmungsschwankungen, dass man traurig ist, depressiv ist vielleicht sogar oder sehr aggressiv ist gegenüber seiner Umgebung und das ist natürlich auch nicht gut. Das sind alles Dinge, die nicht schön sind an dem Hormonstäbchen und was man bedenken muss ist, so ein Hormonstäbchen hast du nicht einfach so schnell abgesetzt wie beispielsweise eine Pille, die man nicht gut verträgt. Eine Pille kannst du einfach so absetzen, aber ein Hormonstäbchen musst du erstmal rausbasteln lassen vom Arzt. Das heißt, du brauchst einen Arzttermin, du musst einen Eingrifftermin für dich vorbereiten und es ist ein bisschen Aufwand, bis das Ding weg ist. Und auch wenn es raus ist aus dem Körper, braucht dein Körper ein bisschen, bis er sich wieder umgestellt hat und diese Begleiterscheinungen oder Nebenwirkungen wieder weggehen. Und was man auch bedenken muss oder weiterdenken muss, wenn das Hormonstäbchen verursacht, dass deine Periode nicht mehr kommt oder super unregelmäßig kommt, ist es nicht so unbedingt,
dass wenn du das Stäbchen rausmachen lässt, dass deine Periode sofort wieder regelmäßig kommt. Das kann sein, dass es eine Zeit lang echt auf sich warten lässt und dass es braucht, bis es wieder regelmäßig kommt. Und das kann ein Problem darstellen für jemanden, der schwanger werden will. Und er sagt, ich habe zum Beispiel vor, mit 36, 37 schwanger zu werden, kann das problematisch sein. Und deswegen empfehle ich das nicht unbedingt als Verhütungsmittel, Zwischenstopp sozusagen, wenn man sagt, ich will nur 2 Jahre verhüten und danach will ich sofort ein Kind. Finde ich eher ungünstig, weil du nie weißt, was passiert, wenn man das Verhütungsstäbchen wieder rausholt. Schlussendlich ist es natürlich so, dass das Verhütungsstäbchen natürlich nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Es schützt nur vor einer Schwangerschaft. Wir fassen zusammen. Das Verhütungsstäbchen kann wunderbare Vorteile haben. Man kann damit sehr, sehr sicher verhüten, auch langfristig verhüten. Man muss da nicht jeden Tag an was denken. Super, wunderbar. Kann aber auch Nebenwirkungen haben und Dinge, die sehr stressen oder sehr ärgern. Deswegen ist es wichtig, mit einem Frauenarzt darüber zu reden und zu entscheiden, ist das Verhütungsstäbchen was für dich oder nicht. Habt ihr weitere Fragen rund um das Thema des Hormonstäbchens, dann schreibt eine E-Mail an das Team der DRK Gesundheit, sie freuen sich auf euch. Und drüben bei TikTok gibt es bei Dr. Sex von Volker Umuth und mir weitere spannende und sehr sexy Themen rund um den fabelhaften menschlichen Körper. Und hier lasst ein Abo da.